Ich habe das nicht in Erinnerung. Das ist, ich weiß, dass das letzte Level super schwer ist, aber ansonsten habe ich keine Erinnerung an irgendwas Schweres in diesem Spiel. Dafür kannst du aber auch nicht gut spielen. Nee. Oh Mann, ich dachte, ich bin so. Warum haben wir auch keine Herzen eigentlich? Die könnten helfen. Ich bin wieder aus dem Stand gesprungen. Jetzt muss ich hier stehen bleiben. Oh! Man kann da nicht gut stehen bleiben, da kommt die Kettensäge. Was soll man denn da machen? Muss man dann noch schneller sein? Das wird einfach mal super schnell zu sein. Wie ein Flamingo. Flamingos sind nicht so schnell. Der kriegt einen immer wieder! What's a boy to do? What's a boy to do? Ja. Bin ich doch ein Boy. Boy ist schon gehört. Du flatterst auch richtig bescheuert, so segelst also. Ja, ich will da ja auch gar nicht sein. So, 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 so fühle ich mich die meiste Zeit, weil du mich so oft da reingeschlagen hast. Das, wie wär's mit Leaf? Das ist ja der ganze Progress vom Level verschwunden. Meinst du nicht, dass das auch langsam mal genug ist mit Rain Man? Ja, meine ich eigentlich. Ich wüsste schon gerne, wo wir im Spiel ungefähr stehen. Am Ende. Jedem Ende wohnt ein Zauberende. Alle bei uns. Hat man in der letzten Live-Session gesehen. Was haben wir gemacht? Uncharted 4 haben wir durchgespielt. Ja, und Secret of Mana. Erfolgreich. Oh Gott, ich dachte, ich bin du. Nein. Du warst doch am Leben. Ja, aber zu spät. Zu spät am Leben. So wie der erste Mensch nach Armageddon. Ja, aber eine Spätgeburt. Die Mutter war schon lange tot. Oh Mann, meine Liebe. Warum sind sie kopflos und warum befreist mich nicht vorher? Er wollte einfach der Kettensäge geben. Ihr sollt entscheiden, ob man hier links in den Chat... Klar. Ja, bitte. Aber Hauptsache keine Hakenkreuze. Das muss wahrscheinlich irgendwann erlauben, irgendwie online. Ach so, müssen wir das einstellen? Ja, dass nehme ich an, sonst würden die uns noch nicht mal Erlaubnis fragen. Ey, aber jetzt sag mal ernsthaft, Leute, wollt ihr das noch weitersehen, wie wir hier awesome-mäßig ein ums andere Mal diesen Abschnitt versuchen? Oder erfolgreich? Das kann ich mir kaum vorstellen. Ah, nee. Was mache ich jetzt? Ah, ich hab's! Nein, 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 das war die Lösung! Ich hab die Lösung, ich hab's outgesmartet, nicht einfach so blind drauf los, Biber-mäßig. Okay, ich geh mal in den Abgrund, dann kannst du das mal versuchen, wo ich in der Blase bin. So wie ich sie kenne, brechen sie es gleich ab. Wie kannst du das sagen, wo wir wirklich eine große Historie von Festbeißen pass auf! Sachen haben? Ah, ich hätte nochmal rüberspringen müssen, aber dann klappt's. Pass auf, geh in eine scheiß Blase, das war super. Du musst schon in die Blase gehen, sonst kommt die Kamera nicht hinterher. Oh nein, oh nein, oh nein. Komm, komm, nein! Okay, 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 okay. Ich bin hier. Crazy creepy frog from the hell. Ich frage, wie creepy sein muss. Ich habe neulich eine richtig gute Definition von Creepiness gelesen. Aha. Das ist eine Form der Angst, bei der man nicht... Nein, es reicht nicht! Oder doch? Nee, so nicht. Das vielleicht doch irgendwie vorne. Bei der man nicht weiß, wovor man Angst hat. Also bei dem es nicht ganz klar ist, ob das, wovor man Angst hat, wirklich bedrohlich ist oder nicht. Deswegen werden Masken zum Beispiel als creepy empfunden, weil man nicht sieht, was da drunter ist, ob derjenige was... Aber dann weiß man auch, dass man irgendwie vor der Maske Angst hat vielleicht auch. Ah, was mache ich da? Ich dachte, ich hätte das auch gesmart, oder ich hab's nicht auch gesmart. Ich bin doch von mir Angst vor Masken. Nein, darum geht's ja. Du weißt nicht, was da drunter ist. Du kannst die Sachen nicht deuten. Creepiness ist, wenn da jemand steht, wenn du einfach zum Beispiel abends durch den Wald gehst und dann sitzt da jemand auf einer Bank. Der ist nicht bedrohlich, der sieht nicht böse aus, aber er sitzt da einfach. Ich kann genau sagen, dass ich Angst habe, dass es sich um einen bösen Menschen handelt, der gleich seine Atomwaffe rausholt. Und nee, aber das ist eben keine konkrete Angst. Du hast keinen Grund, vor einer Atomwaffe Angst zu haben. Also das ist kein Anzeichen dafür. Das ist eine irrationale Angst. Nee, es ist nicht irrational, sondern es ist diese Angst vor dem Ungefähren. Ja, das ist doch irrational. Und das ist der Unterschied zwischen, zwischen anderen Formen von Angst, Ängsten. Ist das Creepiness eben dieses... Ja, wenn so ein Typ creepy ist, dann bist du irgendwie einfach nicht ganz sicher, was ist mit dem, irgendwas ist mit dem nicht in Ordnung, aber ich weiß nicht was.
Das ist eine spezielle Form der Angst. Ich sag dir das. Antenne, lieb Dieter. Dieter? Ja, du heißt nicht Dieter. Die kommen ja auch nicht wieder. Muss man vielleicht doch nochmal einmal zurückhüpfen, dass man sozusagen im zweiten Run da die richtige, das richtige Timing hat. Die andere Plattform. Das warten so lange auf, bis wir kein Gehirn mehr haben. Frank, du kannst das Konzept Angst nicht verstehen, dafür bist du zu perfekt. Das ist eine sehr gute Erklärung, Mr. Katapi. Da gehe ich mit. Ja, Pong, das war eigentlich ein ganz guter Tipp, aber ich fand nicht ganz schnell genug. Nee. Aber dann ist der nächste auch schon wieder weg. Ja, ich glaube, das funktioniert so nicht. Ich glaube, vielleicht musst du richtig einfach direkt durchziehen. Darfst nicht ein einziges Mal stoppen, sondern musst. Ich kann auch nicht durchziehen. Stay. Bis gleich, Aura PvP. Was, wie kann, würdest du bis jetzt so die psychologischen Profile der anderen Leute zeichnen, die an unserem Chat sind? Creepy. Ich habe jetzt nur von Aura PvP gehört. Wer ist denn da noch? Slush. Ach ja, von Slush habe ich auch schon was gehört. Cooler Name, Slush. Das ist Eis, ne? Ja. Welche Sorte denn? Rot, Sie Gelb, Slush Grün? Schon verschiedene Sorten. Ja, aber welche ist er? Er hat so einen lilanen Avatar. Oh, das war so knapp! Ich sagte, du musst durchziehen. Du hast irgendwo Zeit. Ist das lila Slush also? Ja. Und diesmal bin ich sehr schnell. Hast du gesehen? Ja. Oh nein, das war nicht schnell genug. Nein, das war gar nicht schnell genug. Slush ist schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht, Slush. Danke, dass du da warst und viel uns weiter. Und deine Großeltern, wie Lily Oriana. Ja? Jein! Dann war ich doch schon durch. Das war, da warst du schon mehr durch als nicht durch. Aber eben, auch wenn dir der kleine Zeh so zertrümmert wird, dann laufst du nicht weiter. Weißt du was, ich probiere jetzt nochmal diese blöde Lampe nicht zu holen. Die kostet nämlich auch Zeit. Aber dann wird der Bauch von oben nach unten einmal quer geschnitten. Ja, genau so. Nochmal nicht so ganz so weit hüpfen. Ah, oh, fuck, das war nicht gut. Das kann doch nicht sein, dass man hier so perfekt sein muss. Das glaube ich eigentlich nicht. So perfekt. So perfekt. Ist das die Perfektion von Mats? Nee. Aber wenn schon Scheiße tanzen, dann so, dass die ganze Welt es sieht, mit Armen in der Luft, beiden Beinen leicht neben dem Beat. Die ganze Welt kann das eh nicht sehen, weil die ganze Welt hat gar keinen Fernseher. Wenn die ganze Welt einen Fernseher hätte. Ja, und dann alle dasselbe Programm sehen, was auch echt super unwahrscheinlich ist. Alle müssen zeitgleich wach sein. Oder halt Video on Demand, Arme in die Luft schmeißen. Von some dude. Bei Netflix oder so, wie das Kaminfeuer. Genau. Some dude schmeißt die Arme in die Luft, wenn ihm irgend so ein Horrorsänger das befohlen hat. Kein Horrorsänger, ist Casper. Oh Gott, auch noch Casper. Casper ist ganz, ja, ganz, Casper ganz Casper gibt ganz genau cool. Solche Wahrheiten, bringt auch das Volk. Ich möchte kein schlechtes Wort über Casper hören. Das habe ich gerade schon gesagt. Ich habe gesagt, das ist ein Horror. Horrorsänger. So wie die Horror-Clowns, wie geil du geiler Schlichtlack kommst, immer in den Abgrund zu stürzen, aber anklagen. Willst du mal probieren? Nein. Ist doch genau dein Ding. Haben wir was übersehen, liebe Leute? Wo ist Icarus? Der wüsste jetzt die Lösung. Der ist bestimmt Freudrunk. Ich versuch's mal. Okay. Ab in den Abgrund mit dir. Ich will endlich mal Bier trinken. Und den Chat lesen. Nein. Also ja, kannst du, aber nein. Ich bin ja jetzt der andere. Das ist immer noch derselbe, das ist nur eine andere Aufgabe. Geil, was ich mache. Das ist fantastisch. Oh Gott, ist das gut. Shit! Zermalmt. Ich hab hier das wieder ausspielen. Trainier ausspielen? Fuck! Es gibt auch noch ein NFG Hyrokin. Ja, der. Shit, schon wieder vergessen. Wo ist Icarus? Ja, Icarus habe ich eine Nachricht vorhin geschrieben.
Sag mal, das kann doch nicht sein, dass wir hier vor so einer. Es ist irgendwie so eine. Kannst du noch sehen? Ja. Das ist so eine willkürliche Prüfung mittendrin hier, in irgendeinem Level. Okay, ich hab noch nicht. Aber dieser Stampfi macht mir doch Sorgen, muss ich sagen. Der Stampfi macht mir Sorgen. Ja, der Stampfi ist auch das schwierigste Element. Da ist ein Ring in Super Mario, Super Mario 64. Nein! Ich verstehe das nicht, das kann es doch nicht so ganz sein. Soll ich doch nochmal mitlaufen? Und wir schlagen einfach nicht. Dann können wir uns auch nie ins Gehege kommen, oder? Ja. Wer sich nicht schlägt. Vielleicht müssen wir uns dann irgendwie aus dem Stand herausschlagen. Shit. Oh, Stand, ich kenne Elefanten da halt gar nicht mehr. Ja? Ja. Du kennst den? Ja. Aber es ist natürlich schwieriger, wenn du da bist, genau zu sehen, wo man ist. Und einen präzisen Flow hinzukriegen. Darfst nur auf dich selber gucken. Ja, aber manchmal sind das übereinander, aber nur so ein bisschen. Damit ist schwierig. Ja, du musst versuchen, immer mit den Augen bei dir zu bleiben. Okay, mit den Augen bei mir. Aber siehst du, ich krieg's jetzt gar nicht mehr hin mit der Säge. Eben bleibt es ganz. Vielleicht fehlt dir die notwendige Sägekraft. Kraft der Zeit. Vielleicht bist du kurzsägig. Komm schon. So schlecht war der jetzt nicht. Ich hätte gerne so einen Soundcheck. Boah, wie ich elegant hier durchgleite. Und jetzt kommt die Säge, der Stampf hier. Oh, das ist gut. Du bist gut, du bist gut, du bist gut, du bist gut. Ja, bleib da. Ich, lass mich leben. Andi, kannst du nicht. Ah, oh, okay, okay. Oh, ne. Ich hab's nicht verstanden. Bam! Der Jagger und seine Freunde. Der Jaggernaut hat zugeschlagen. Ich hätte jetzt gerne Applaus im Chat. So richtig buchstäblich, dass ihr wirklich in eure Hände klatscht. Hier machst du mich nicht frei. Sorry. Er ist in der Säge gelandet. Das hilft. Oh. Oh, oh. Dreht er sich automatisch? Oder? Ja. Ist gut. Das hilft. Oh, das wird schwierig jetzt. Nee, ich bin schon an der richtigen Stelle. Ja, auf zu pusten. Pusten nach. Das war's. Das war's. Hurra! Meine Güte. Das dachten wir schon. Da hier gibt's Applaus. Sehr gut. Hessen, ne? Hessen. Hessen hat ja gerade erst irgendwie offiziell abgeschafft, dass die Todesstrafe nicht mehr im Gesetz steht. Hast du mitbekommen, dass sie vorher ein Referendum gemacht haben, so ein Schein, also so ein Proforma-Referendum, wer dafür und dagegen ist? Ich hab nicht mal einen Bings bekommen. Ja, mach noch nichts. Du? Nein, hab ich nicht. Die haben eine Volksbefragung gemacht? Ja, genau. Oder war das ein Gag? Ja, das war, ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar sein musste, aus irgendwelchen Gründen. Auf jeden Fall haben sie es gemacht und es hat sich herausgestellt, dass 20% der Hessen wollten, dass der Paragraph nicht abgeschafft wird. Ah, warte. Jetzt, wo wir schon so geil dabei sind bei super Sachen. Nein, nicht The Snoring Tree. Und nicht The Snoring Tree. Oh, dann kann ich der Globox wieder sein. Ja, stimmt. Ja. Das heißt, 20% der Hessen sind für die Todesstrafe. Ja, aber waren es nicht einfach so Studenten, die lustig sein wollten? Nee. Pass auf. Back. Back to where? Wo sind wir überhaupt? Da oben. Und so viele Prozent für lustige Studenten. Stimmt. Der Logik folgen wäre auch die Partei überall in den Landtagen. Wir haben den anderen Humor. Ja, die haben Todesstrafenhumor. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die Partei sich vielleicht bei den Hessen dafür einsetzt, dass sie wieder eingeführt wird. Haha, ich hab dich erwischt und du mich nicht. Jetzt laufe ich weg und du kriegst mich nie mehr.